Wir müssen uns jetzt an ganz neue Zeiten gewöhnen. Heute sitzen die Hassredner an der Spitze des Staates. Wissen Sie, wenn wir jetzt uns nicht wehren, wann dann? Ihr habt den Teufel zum Vater. Und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Wir müssen uns jetzt an ganz neue Zeiten gewöhnen. Heute sitzen die Hassredner an der Spitze des Staates. Wissen Sie, wenn wir jetzt uns nicht wehren, wann dann? Nur die Wahrheit wird euch freimachen. Zukunft ist Herkunft. Wenn du dich deiner Herkunft nicht mehr besinnst, hast du auch keine Zukunft. Es kommt also darauf an, von welchen Wurzeln wir leben, um damit Früchte tragen zu können. Und was meist übersehen wird bei diesem Bild, je tiefer die Wurzeln, desto weniger können sie umgetopft werden. Das heißt, sie können nicht mehr verpflanzt werden. Dass wir uns heute verpflanzen lassen von einer Meinung zur anderen, ist der Beweis, dass wir die Wurzeln verloren haben. Also ist es ja logisch, dafür braucht es keine großartigen, frommen, christlichen Klimmzüge. Manche denken ja, oh, das ist ja alles von vorgestern. Und dass wir uns noch an die Präambel der Schweizer Verfassung erinnern oder an die Präambel des deutschen Grundgesetzes in Verantwortung vor Gott, ist ja alles so altmodisch. Was für ein Blödsinn. Es ist pure Logik. Wenn wir die Wurzeln verlieren, fallen wir um, verdursten und verhungern im geistigen Sinne und wir sind manipulationsanfällig. Wir lassen uns umtopfen. Deshalb bei den Themen, die wir jetzt haben, die aktuell da liegen, ob das die Masseneinwanderung ist, ob das Gender ist, ob das diese ganze Geschlechtsumwandlungsgeschichte ist und all diese Einbrüche in unsere Ethik und unsere natürliche Gesellschaft, dass wir uns dem auch widersetzen. Deswegen nehmen Sie es nicht als fromme Attitüde, sondern als einen Auftrag für die Gegenwart, dass die Präambel Ihrer Verfassung lautet in Ehrfurcht vor Gott. Und das ist etwas Positives in Ihrer Geschichte, dass das vor zwei Jahren noch einmal durch Ihr Parlament bestätigt worden ist. 119, glaube ich, gegen 58 Stimmen. Ich sage Ihnen, in Deutschland wäre das nicht mehr möglich. Wenn wir jetzt abstimmen würden über die Präambel des Grundgesetzes, wo es heißt, in Verantwortung vor Gott, es wäre nicht mehr möglich. Denn jeder, der ja seinen Kopf nicht nur zum Essen hat, sondern zum Nachdenken, weiß ja, was damit gemeint ist. Jeder juristische Kommentar, Roman Herzog, späterer Bundespräsident, hat zum Beispiel einen Kommentar zum Grundgesetz geschrieben. Der Gott, von dem dort geredet wird, ist nicht Buddha, ist nicht Allah, ist nicht Konfuzius, ist nicht wer weiß wer, sondern es ist der Gott der 10 Gebote und der Bergpredigt. Damit sind unsere Staaten Deutschland und Schweiz nicht wertneutral. Es wird ja immer gesagt, wir seien wertneutral. Nein, wir haben uns gebunden an den Gott der 10 Gebote und den Gott der Bergpredigt. Und dessen klare sozusagen Anweisung, Betriebsanleitung für diese Welt und das Leben ist zwischen zwei Buchdeckeln, nämlich der Bibel. Da gibt es kein Wenn und Aber. Dann müssen Sie es streichen. Aber solange es noch da ist, ist das der Maßstab. Und der Witz ist, je mehr Sie sich diesem Maßstab aussetzen und unterwerfen,
desto besser geht's ihnen. Sie können mit manchen gar nicht mehr darüber sprechen, dass es logisch ist. Je mehr Bibel sie verwirklichen in ihrem Leben oder im Staat, desto besser geht's ihnen. Also, nehmen Sie nur einmal die 10 Gebote oder die Bergpredigt. Also mir haben selbst größte Atheisten und Marxisten und Kommunisten gesagt, ja, wenn wir das so leben könnten, das wäre natürlich das Paradies auf Erden. Das heißt doch im Umkehrschluss, ich warte doch nicht, bis die Masse diese Erkenntnis hat, sondern ich versuche es in meinem eigenen Leben oder in meinem Umfeld zu praktizieren. Darum geht's doch. Mein Freund und Kollege, der große jüdische Publizist Hendrik Broder, er sagt, so gut wie alle, die sich in die Luft gesprengt haben und andere dabei mitnehmen, riefen dabei Allahu Akbar, Allah ist der Größte. Mir fällt aber kein einziger ein, der gelobt sei Jesus Christus, dabei gerufen hätte. Und überlegen Sie sich das mal. Stehen Sie, das wird heute alles als Rassismus, als Diffamierung, als Religionsverachtung, als Intoleranz bezeichnet. Es ist die Wahrheit. Und Peter Scholler-Thur, mein großer Kollege, mit dem ich vor 51 Jahren in Saarbrücken bei der ARD angefangen bin. Peter Scholler-Thur, der gesagt hat, ich fürchte nicht die Stärke des Islam. Ich fürchte die Schwäche des Christentums. Und das ist genau unsere Frage heute. Aber ich sage Ihnen hier, es betrifft nicht nur die anderen da draußen. Christen haben sich den Regenbogen wegnehmen lassen. Es soll mir doch keiner, wissen Sie, die ganz Frommen kamen an, ach, ist doch schön, dass also die Schwulenbewegung den Regenbogen jetzt übernommen hat, da können wir denen doch sagen, dass der eigentlich von Jesus ist und von Gott ist und wir können doch missionieren. Wissen Sie, wenn Sie heute über den Regenbogen sprechen, weiß höchstens noch 1 Promille, woher der kommt. Und die anderen interessiert das nicht die Bohne. Der Regenbogen ist verloren für den christlichen Glauben. Dabei gehört er zu einem der substanziellsten Inhalte der ganzen Bibel, dass Gott seinen Regenbogen, seinen Bund mit uns hält und dass seine Treue gewiss ist. Und jetzt nehmen Sie das Zweite. Wir lassen uns die Sprache nehmen. Natürlich, zunächst sind das Kleinigkeiten. Wenn ich mich dann aufrege, auch bei evangelikalen, frommen, pietistischen Hochschulen, und ich nenne jetzt keine, die dann auch von Studierenden sprechen. Und da hält mich nichts auf dem Sitz. Heute sprechen sie von Studierenden und morgen haben sie den Pubertätsblocker. So schnell geht das. Das Problem einer Gesellschaft ohne Gott. Eine Gesellschaft, die die Schweizer Verfassung nicht mehr ernst nimmt und das deutsche Grundgesetz, nämlich in Verantwortung vor Gott. Eine solche Gesellschaft kennt kein Pardon mehr, keine Entschuldigung, keine Verantwortung, nichts. Sie gehen einfach weiter. Wir haben 4 Jahre diesen Irrsinn mit Corona mitgemacht und könnten heute die Pharmaindustrie, weite Teile der Wissenschaft, der Maskenindustrie, der Impfindustrie und was nicht, das könnten wir anklagen. Kein Mensch übernimmt Verantwortung. Das ist eine Menschheit ohne Gott. Das lernt und lehrt uns die Schweizer Verfassung und das deutsche Grundgesetz. In Verantwortung und Ehrfurcht vor Gott heißt es,
Ich übernehme Verantwortung für alles, was ich tue. Und wenn ich Falsches gemacht habe, dann bereue ich das. Und dann bitte ich um Vergebung und hoffe, dass der andere es mir gewährt. Und dann kommt aber ein weiteres: Wiedergutmachung. Die Beispiele: Zachäus, der Zöllner, Levi, der Zöllner. Nicht, da hat Jesus nicht gesagt, wunderbar, alles ist toll und jetzt mach mal schön weiter, sondern sagen wir, geben das vierfach zurück. Wo gibt uns denn heute noch einer etwas zurück? Der erste deutsche Bundespräsident war Theodor Heuss. Er hat direkt nachdem er gewählt wurde, vor der Bonner Bevölkerung, die sich dort versammelt hat, vor dem Rathaus, gesagt in einer kurzen Ansprache: Gerechtigkeit erhöht ein Volk. Er hatte also als Agnostiker, der er war, war er kein Christ, Liberaler, ein Wort aus der Bibel. Gerechtigkeit erhöht ein Volk. Jeder, der Ahnung hat von der Bibel, weiß, den zweiten Teil hat er unterschlagen. Der heißt nämlich: aber die Sünde ist der Leute Verderben. Meine Damen und Herren, damit ist meine Heimat, die Bundesrepublik Deutschland, sozusagen ins Leben gerufen worden. Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber Sünde ist der Leute Verderben. Und was heißt Sünde? Sünde ist der Abfall des Menschen von Gott und von den Geboten Gottes und von den Maßstäben Gottes. Und das ist der Leute Verderben. Und das können Sie rein intellektuell jedem klar machen. Und wer es nicht verstehen will, dem fehlt eben die nötige Intelligenz, weil es hat mit Frommsein und mit konservativ und reaktionär überhaupt nichts zu tun. Es ist eine Logik. Gott sagt, du sollst nicht töten, und wer abfällt und tötet, ja, ist das denn was Gutes? Was meinen Sie? Wie die jüngere Generation, die ja hier in dieser überfüllten Halle erfreulicherweise vertreten ist. Sie werden sich einmal an meine Worte erinnern. Ehre Vater und Mutter. Wenn unsere Kinder, ihre Kinder, meine Urenkel, mal so umgehen, wie wir es heute mit unseren Eltern machen, wir werden uns noch wundern. Unsere Gesellschaft vereinzelt. Das Hauptproblem unserer Gesellschaft ist die Individualisierung, die Selbstvergottung des Menschen, dass wir Familie, dass wir Ehe, dass wir alles in Frage stellen. Dass man ja heute, wenn einer sagt in einer Fernsehsendung, wir sind 20 Jahre verheiratet, da muss ja extra ein Beifall herkommen. Das ist ja so außergewöhnlich. Merken Sie nicht, die Gebote Gottes, eins nach dem anderen, sind keine Spielverderber, sondern sie machen erst eine Gemeinschaft, auch eine staatliche Gemeinschaft, möglich. Und alles andere ist eben, aber die Sünde ist der Leute Verderben. Roman Herzog, paar Bundespräsidenten weiter, hat mir in einem Interview gesagt, werde ich nie vergessen: Herr Hane, hielten wir uns an die 10 Gebote, wir hätten ein anderes Land. So schlicht ist das Leben. Die Universität Freiburg, Breisgau, 1457 mit einem Wappenspruch gegründet, der heute noch am Rektorat eingemeißelt steht: Nur die Wahrheit wird euch frei machen. Sein Wort von Jesus Christus. Auf dieses Wort, nur die Wahrheit wird euch frei machen, ist die gesamte europäische Bildung aufgebaut. Das ist die Grundlage der Bildung. Die Verdrängung der Wahrheit führt zur Verblödung. Und genau das erleben wir heute. Meine Damen und Herren, man kann ja gar nicht so viele Beispiele nennen, wo man sich fragt, haben wir eigentlich noch alle Sinne beisammen? Schauen Sie, nehmen Sie nur das Thema Masseneinwanderung. Es ist doch naiv, wenn man davon ausgeht, in unserer
unglaublichen Toleranz können wir hier alles dulden und erdulden. Sehen Sie, im Bildungsnotstand schreiben die meisten inzwischen das Wort Toleranz ja mit Doppel-L. Sie finden alles toll. Toleranz heißt alles toll. Also ob du heute Junge bist, morgen Mädchen, übermorgen wieder dich umoperierst, toll. Islam, Scharia, Jesus, Bergpredigt, Buddha, toll. Wir finden heute alles toll. Es hat aber mit Toleranz nichts zu tun. Toleranz ist auch nicht Akzeptanz. Sondern Toleranz heißt, natürlich kann jeder so leben, wie er will. Aber ich erleide das, weil ich es falsch finde. Und das tut weh. Und die Frage ist, wo ist die Grenze dieses Erleidens? Ein Mann wie Helmut Schmidt, Sozialdemokrat, deutscher Bundeskanzler. Für mich ist die Frage, warum ist die deutsche Linke nicht endlich bereit, ihn aus der Partei zu werfen und ihn als Nazi zu entlarven? Denn er hat gesagt, die Kulturen des Islam und der europäischen christlich geprägten Welt sind nicht kompatibel. Sie können in keiner Weise erwarten, dass es irgendein Zusammensein und Zusammenleben gibt. Es geht rein kulturell nicht. Das sagt nicht Peter Hane, das sagt der Sozialdemokrat Helmut Schmidt. Damals in großer Altersweisheit. Und sagt, es geht einfach nicht. Und wir erleben es ja jetzt. Zur Masseneinwanderung nur 3 Zitate. Ich habe sie auch in meinen Büchern immer wieder geschrieben, weil inzwischen können Sie sich ja nicht mehr auf die Kirchen verlassen, nicht mehr auf die Politik verlassen, auf niemand mehr. Da müssen Sie schon zu einem Modedesigner von Weltruf gehen, Karl Lagerfeld. Der Designer Karl Lagerfeld hat Angela Merkel sozusagen vor den Latz geknallt. Man kann nicht den Holocaust betrauern und gleichzeitig Hunderttausende von militanten Antisemiten ins Land lassen. Das geht einfach nicht, das passt einfach nicht zusammen. Deswegen sage ich Ihnen, es ist keine Polemik, sondern letztlich Lebensweisheit, dass ich sage, Sie können unsere Politik und die politische Entwicklung, sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland, mit 2 Dingen eigentlich ganz schnell regeln. Sie müssen verlangen, dass die Kinder von Politikern, von Journalisten und von Pfarrern, also diesen 3 Berufen, die ja meinen, sie müssten uns in einem falschen Toleranzgedanken damit beglücken, dass wir möglichst viel Einwanderung haben und die Grenzen weit öffnen. Wenn diese 3 Berufsstände gezwungen würden, ihre Kinder in Brennpunktschulen zu schicken, also in Schulen, in denen der Ausländeranteil bei 90% ist, sie hätten in 3 Sekunden die Grenzen zu. Wir leben aber in einer Parallelgesellschaft, in der diejenigen, die diese Forderungen stellen, ihre eigenen Kinder in Privatinternate, in Privatschulen oder nach London oder wer weiß wohin schicken. So einfach ist das alles, so einfach. Und Sie können unsere Politik total verändern. Ich spreche jetzt aus deutscher Sicht. Wenn Sie als Zugangsbeschränkung, sozusagen als Numerus Clausus, für Parlamente und Regierungen sagen, abgeschlossene Berufsausbildung, Lebenserfahrung, zumindest ein abgeschlossenes Studium, dann wären erstens die Parlamente und Regierungen der Gegenwart menschenleer. Aber verstehen Sie, das ist doch jenseits aller Polemik ein Stück Lebenswahrheit und Weisheit. Je mehr Menschen Sie aus dem normalen Leben in den Etagen haben, die nun das Sagen haben in unserer Gesellschaft, desto besser geht es uns doch. Nelson Mandela hat gesagt,
Die Zivilisation einer Gesellschaft erkennt man am Umgang mit ungeborenen Kindern und mit pflegebedürftigen Alten. Nach diesen Maßstäben, meine Damen und Herren, sind wir keine Zivilisation mehr. Ist Ihnen das klar? Nach der Fristenregelung, und das konnte man wissen, das ist der Spalt im Deich und dann bricht alles auf. Das Recht auf Abtreibung. Und wir sind inzwischen so weit in Deutschland, dass eine Stadt, die von der CSU, von der Christlich-Sozialen Union regiert wird, nämlich Augsburg, verboten hat, dass die Lebensrechtsbewegung Plakate aufhängt, indem man diesen berühmten kleinen Fötus sieht aus dem Film Der stumme Schrei, wo an einem wenige Wochen alten Baby schon alles zu sehen ist. Schon fix und fertig. Aber Sie dürfen ja noch nicht mal mehr vor einer Abtreibungsklinik still beten. Merken Sie eigentlich, auf was für eine Gesellschaft wir zugehen? Das hat doch nichts damit zu tun, dass die Zukunft, Stiftung Zukunft CH oder Peter Hane, oder dass die jetzt plötzlich hier einen ideologischen Trumpf haben wollen. Es geht doch um die Humanität, um die Zivilisation. Wollen wir denn alles zerstören? Das darf doch nicht wahr sein. Menschliches Leben steht auf dem Spiel. Sowohl das Geborene als auch das Ungeborene. Die Menschlichkeit steht auf dem Spiel. Dostojewski. Schaffen wir Gott ab, dann ist alles erlaubt. Das erleben wir doch heute. Ein Land ohne Gott ist ein Land ohne Menschlichkeit, ohne Werte, ohne Maßstäbe, ohne Gerechtigkeit. Eines der ersten Interviews, das ich vor 51 Jahren blutjung damals bei der ARD gemacht habe, Europawelle sah, war ein Interview mit Otto von Habsburg. Und da sagt er zu mir: Europa ist nur unter dem Kreuz zu haben und sonst gar nicht. Und das letzte große Interview, was ich geführt habe, war mit dem Sozialdemokraten Hans-Jochen Vogel, früheren SPD-Bundesvorsitzenden, kurz vor seinem 90. Geburtstag, ist danach gestorben. Wollte noch einmal ein größeres, längeres Interview geben. Und er sagt: Ich möchte das nur mit Ihnen machen. Da sage ich zu ihm: Sie wissen doch genau, dass ich Sie nie im Leben gewählt habe. Und während des Interviews wurde mir erst klar, warum ich das sein sollte. Herr Vogel, haben Sie Angst vor dem Tod? Nein, seit ich Jesus kenne, nicht mehr. Frage: Was bereuen Sie in Ihrem Leben am meisten? Antwort: Dass ich Jesus erst so spät kennengelernt habe, mit über 80. Und dann, gegen Ende der Sendung, live, er merkte von der Uhr, jetzt sind nur noch eine Minute, unterbricht er mich und sagt: Wissen Sie, Herr Hane, was das wichtigste Datum der Zukunft ist? Das jüngste Gericht. Dann sagt er: Wir werden uns alle einmal vor Gott verantworten müssen. Und das ist die größte Befreiung und die größte Barmherzigkeit, die es gibt. Dann wird einmal Gerechtigkeit sein. Wenn Sie nicht wissen, es wird einmal Gerechtigkeit sein. Was soll ich denn noch glauben, als einer, der es als das größte Verbrechen bezeichnet, dass wir in den letzten 3 Jahren den Menschen keinen Trost gegeben haben, kein getröstetes Sterben, keine
Fürsorge, dass wir sie isoliert wie Vieh haben sterben lassen und sie verscharrt haben. Mit was will man sich denn trösten? Wenn es nicht einmal diese Gerechtigkeit gibt, und das sagt mir ein Sozialdemokrat, und er sagt, wenn ich heute den Bundestag höre, frage ich mich, was würde Jesus jetzt dazu sagen? Wie anders hätte die Geschichte der Sozialdemokratie in Deutschland laufen können, wenn dieser Mann diese Erkenntnis 30 Jahre früher gehabt hätte? Das ist doch die Wahrheit. Der spanische Philosoph Ortega y Gasset hat gesagt, die Zukunft gehört denen, die der nachfolgenden Generation Grund zur Hoffnung geben. Es geht mir doch nicht um die alte Generation. Es geht mir doch nicht um meine Generation. Die hat das alles schon tausendmal gehört. Und wenn sie es nicht hören will, muss sie es fühlen. Und sie wird es fühlen. Wer heute alt wird und merkt, es gibt keine Renten mehr, es gibt keinen Wohnraum mehr und die Pflegeheime werden in Deutschland bereits von der Kirche zu Flüchtlingsheimen umgewandelt und die Alten werden wie Müll auf die Straße getrieben. Und wir haben eine Gesellschaft, wie damals Hans-Jochen Vogel auch in dem Interview sagte, die die Alten förmlich dazu treibt, dieses wunderschöne Wort Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen, weil sie nicht länger stören wollen. Und er fragte mich damals in dem Interview, wollen Sie eine solche Gesellschaft, in der Alte sich überflüssig fühlen? Aber um die Jungen sollte es uns gehen. Wenn wir unseren Kindern und Enkelkindern Grund zur Hoffnung geben, dann eröffnen wir uns selbst die Zukunft. Die Raiffeisenbank-Bewegung hat ja den wunderschönen Spruch, wir machen den Weg frei. Und so verstehe ich die Aufgabe der Stiftung Zukunfts-CH. Den Weg frei machen für die Werte, die unser Leben, unsere Gesellschaft, unsere Familien lebenswert machen. Nicht als Spielverderber, sondern als Menschen, die das Leben eröffnen und sagen, ihr bringt euch um, wenn ihr die Verfassung der Schweiz oder das Grundgesetz Deutschlands mit Füßen tretet. Ein Mann wie Raiffeisen, Wurzeln, Zukunft ist Herkunft, war ein ganz frommer Mann. Lebte zur Zeit von Marx und Engels, ist vergleichbar als Sozialreformer in der Geschichte, stehen diese drei nebeneinander, Raiffeisen, Marx und Engels. Der eine hat geradezu das Paradies auf Erden geschaffen, mit seinem Brotverein, mit seiner Darlehenskasse, mit der sozusagen Zivilisierung im Sinne von angeschlossen an Infrastruktur und so weiter der Landbevölkerung. Und die anderen haben zur Zerstörung dieser Welt entscheidend beigetragen. Das sind die Unterschiede, ob ich das mit Gott mache oder ohne Gott. So viel zu den christlichen Wurzeln. Meine Damen und Herren, wie kommen wir aus der Krise? Durch Mutmacher. Wir brauchen diese Panikmacher nicht. Wir brauchen Mutmacher. Wir brauchen keine Bedenkenträger. Wir brauchen Hoffnungsträger. Und Hoffnung ist ohne Gott nicht zu haben. Warum? Sonst würde unsere Hoffnung an unseren Grenzen enden. Wenn es Gott nicht gäbe, endet unsere Hoffnung an unseren Grenzen. Und wir wissen doch, wie eng die sind. Und jetzt können wir alles noch mal wieder aufrollen, wie eng sie sind. Wie viele der Geschlechtsumgewandelten wollen das wieder rückgängig machen? Wie viele der abtreibenden Mütter würden es am liebsten wieder rückgängig machen, weil sie unter schwersten Depressionen leiden, weil sie keinem Kind mehr in die Augen gucken können? Wie viele würden das wieder rückgängig machen? Die Intoleranz der Toleranten. Das, was als Bereicherung unserer Gesellschaft bezeichnet wird und uns ins Unglück führt.
Wir wollen diese Apokalypsen nicht mehr. Oder um es mit einem Wort zu sagen, meine Damen und Herren, ohne Gott ist kein Staat zu machen. Ohne Gott ist kein Staat zu machen. Frei ist nur, wer Freiheit gebraucht. Gustav Heinemann, auch einer der deutschen Bundespräsidenten, stellte sich vor das Plenum des Bundestages und rief der linken Ecke zu: Eure Herren gehen, unser Herr aber kommt. Christen, meine Damen und Herren, haben erst verloren, wenn sie aufgeben. Die Schweiz ist erst verloren, wenn es keine Eidgenossen mehr gibt, die die Verfassung verteidigen, die die Verfassung verbreiten, die sie lehren und vor allem, die sie leben. In diesem Sinne packen wir es gemeinsam an in Deutschland und der Schweiz. Und dazu Gottes Segen.